Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich begrüße Sie, liebes Publikum, hier im Salon, Franz-Mehring-Platz 1, und Sie, liebes Publikum, die Sie diese Gesprächsrunde, die wir hier führen werden, dann im YouTube sehen können und auch dabei sein können. Ich freue mich sehr, einen mir sehr vertrauten und lieben Freund begrüßen zu dürfen, Christoph Diekmann. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Wir haben in den letzten 20 Jahren eine ganze Reihe von Gesprächen geführt zu einigen deiner Bücher. Zuletzt in Lenitz im Garten des Friedrich-Wolf-Hauses. Inzwischen ist ein neues Kind von dir geboren worden. Woher sind wir geboren? Deutsche Welt- und Heimreisen. Ein Buch, das wieder im Christoph-Links-Verlag erschienen ist. Und es gibt über diese deutschen Bücher, die du geschrieben hast, als deutscher Chronist, inzwischen ein knappes Dutzend. Aber immer wieder fällt dir was ein und immer wieder versammelst du ja auch Beiträge, die du als Zeitkolumnist geschrieben hast. Dieses Buch hat, wie die meisten Bücher, es ist hineingeboren in diese doch verrückte Zeit, wo es nicht möglich war, Autor und Leser zusammenzubringen. Inzwischen ist es möglich, aber man muss feststellen, an diese alte, jetzt wieder neue Form muss sich das Publikum gewöhnen, muss wieder Mut fassen und herkommen. Und wir lassen uns davon aber nicht beeindrucken. Christoph, du hast in diesem Buch wieder sehr interessante Themen behandelt, aber eines deiner zentralen Themen ist ja, dass du das deutsch-deutsche Verhältnis, die deutsch-deutsche Geschichte betrachtest in einer Ausgewogenheit, die sonst in der allgemeinen Geschichtsbetrachtung mir ein wenig fehlt oder mir sehr fehlt, weil es da doch immer den Blick aus der Bundesrepublik, aus der Alten gibt, wo man meint, diese Bundesrepublik wäre Deutschland gewesen und die DDR war eben ja, für manche nur eine Randnotiz oder sie war der Unrechtsstaat oder die Diktatur. Woher hast du die Kraft genommen, eigentlich deinem Thema treu zu bleiben, dich nicht entmutigen zu lassen? Woher kommt das? Na, ich bin 1991 von der Zeit quasi angestellt worden als Osterklärer. Die wollten einen Ostdeutschen haben, kannten aber keinen. Und auf eine Art und Weise, die mit vielen, vielen für mich glücklichen Zufällen verbunden war, bin ich dann bei dieser großen Hamburger Zeitung gelandet. Ich war von Hause aus überhaupt kein Journalist, sondern ich bin Theologe. Vorher war ich Filmvorführer, Facharbeiter für Filmwiedergabetechnik, das war in der DDR ein Lehrberuf. Und ich habe nebenbei geschrieben, so in den Ende der 70er Jahre habe ich angefangen, für Kirchenzeitungen Filmkritiken zu schreiben. Und in den 80er Jahren hat sich die Palette da meiner journalistischen Befassungen, die ich aber immer nebenberuflich gemacht habe, erweitert. In den letzten Jahren habe ich viel über Rockmusik geschrieben, und zwar im Sonntag. Mhm. Ostdeutsche, etwas ältere, etwas reifere Zuhörer wissen, was der Sonntag war. Das war ein reines Feuilletonblatt, erschienen im Aufbauverlag, herausgegeben vom Kulturbund. Und der Sonntag, ich sage immer, das war ein Ventilblatt für Künstler und Intellektuelle, durfte sich etwas mehr erlauben als zum Beispiel die Wochenpost, die NBI oder was, ja, weiß ich, was es noch alles gab.
Und im Herbst 1989 landete beim Sonntag ein Brief von einem sogenannten World Press Institute in St. Paul in Minnesota. Die hatten sich ans Außenministerium gewendet und das Außenministerium hatte im Revolutionsherbst den Brief weitergeleitet. In den Jahren zuvor haben sie ihn immer weggeschmissen. Ja. Die kriegten jedes Jahr diesen Brief, habe ich hinterher erfahren. Also World Press Institute machte Jahr für Jahr mit 10 jungen Journalisten aus 10 Ländern dieser Welt eine 5-monatige Reise durch die USA, sozusagen die Universität der Straße, von ganz oben, Weißes Haus bis ganz unten, Straflager in den Malibu-Bergen bei Los Angeles, damit man das Land kennenlernt. Und da habe ich mich beworben, obwohl ich gar kein richtiger Journalist war, aber es gab anscheinend einen Mauerfallbonus. Ich gehörte dann zu den 10. Und weil die Amerikaner nicht jedem Kandidaten selber auf den Zahn fühlen konnten, haben sie das Leuten übertragen, die sie schon mal im Programm hatten. Mhm. Und das waren in meinem Fall meine späteren Kollegen Ulrich Stock und Dieter Buhl von der Zeit. So, und als man in Hamburg beschloss, einen Ossi einzustellen, da kannten sie bloß mich und das war mein Glück. Ja. Aber wie gesagt, deine Frage war ja, woher ich Kraft oder Ausdauer nehme. Also das war quasi mein Job, so wie jemand Amerika-Korrespondent ist oder zuständig für die CDU, war ich zuständig für den Osten, das unbekannte Land für den Westleser. Nun verbindet uns ja einiges. Also du bist Facharbeiter für Filmvorführtechnik, ich bin Facharbeiter für Fotochemie, Filmfabrik Wolfen. Du bist ein großer Fußballfan, ich bin ein großer Fußballfan. Du warst Fan von Carl Zeiss Jena. Dabei ist es hier geblieben. Ja, davon bist du nicht weg. Ich wüsste auch nicht, wie ich das ändern könnte. Es geht gar nicht. Ja, ich war immer großer Fan von FC Rot-Weiß Erfurt, also habe auch viel gelitten. Almost best friends. Das ist immer so lustig. Erfurt war meine zweitliebste Mannschaft. Und wenn die Jena das hören, das können sie sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also Erfurt ist natürlich der Anti-Verein. Ne? Ja, ja. Und gut, ich kam aus der Nähe von Magdeburg, also Nähe von Halberstadt. Ja. Und für mich war Jena so die große, weite Ferne, nicht wahr? Mm. Und Erfurt war kaum minder fern. Aber dass da irgendwie Verein und Antiverein aufeinanderprallen, das ging mich nichts an als Harzer. Ja, über Fußball hast du immer wieder geschrieben, regelmäßig, Gott sei Dank. Und wir haben ja auch gemeinsam ein sehr schönes Gespräch gemacht mit Peter Ducke, der jetzt damals im Brechthaus. Ja. Also du sagst Gott sei Dank, dass ich so viel über Fußball geschrieben habe oder schreiben konnte in der Zeit, das liegt an der Gräfin Dönhoff. In irgendeiner Konferenz machte sich Gräfin Dönhoff große Sorgen um den Zustand der ostdeutschen Jugend. Ja. Sie hatte gehört, da ist zu großer Sorge Anlass geboten und dann ruhten wieder alle Blicke auf mir. So, die Frage, die in diesen Blicken lag, lautete: Lieber Christoph, Sie kennen doch die ostdeutsche Jugend. Ich sage, ja, ja, die kenne ich. Und dann fuhr ich gleich nach Jena und begann mit der ersten Reportage über den FC Carl Zeiss Jena. Also mit den alten Hauern und mit dem Testspiel in Apolda und mit der tragisch verlorenen Partie bei den Münchner Löwen. Es war alles drin. Und die Geschichte hieß Eine Liebe im Osten. Ich kriegte dafür gleich den Kischpreis. Hm. Das Problem war folgendes: Jena stieg trotz meiner Reportage ab, dann musste ich den Verein durch die dritte Liga begleiten, dann stiegen sie wieder auf, auch darüber musste geschrieben werden. Also mehr als die Sorge um die ostdeutsche Jugend beschäftigte die Hamburger Redaktion die Sorge, wann denn der Ostkollege wieder aufhört mit diesen Jena Fußballgeschichten. Ja, aber deine Leser wollten die natürlich, deine Zeitleser wollten weiterhin versorgt werden mit deinen Geschichten. Die waren da Jena. So wie der alte Jena Fußballfan, der sich immer noch im Europapokal-Endspiel wähnt, fand das ganz natürlich, dass ja über sie geschrieben werden muss. In welcher Liga auch immer. Die sagen immer, wenn sie abgestiegen waren, eine neue Liga ist wie ein neues Leben. Ja, Christoph, kommen wir zum Buch. Wir haben dein vorletztes Buch vorgestellt. Damals Mein Abendland, ja. Und da hattest du schon angekündigt, dass du am nächsten Buch sitzt. Wahrscheinlich sitzt du ja jetzt
Schon wieder? Nee, da muss ich dich korrigieren. Wesentlich schöner als zu schreiben ist nämlich lesen. Ja, gut. Und wenn ein Buch fertig ist, dann gönne ich mir wirklich, wirklich Ruhe. Es ist ja immer bei dir so ein 3 bis 4 Jahresabstand. Ja, aber ich mache da keinen Druck. Ja, aber also wenn das so stimmt, ist das wohl das 11. in dieser Reihe und ein 12. Also da, ja, ein Dutzend muss es ja sein. Ach. Ja, sag bitte mal, wie kamst du auf die Idee, diesmal Welt- und Heimreisen zusammenzuführen und für meine Begriffe auch sehr weite Bögen zu schlagen? Also ich bezeichne meine Bücher immer so als eine fortlaufende Chronik, aber man kann jedes Buch rauspicken und für sich nehmen, nicht wahr? Aber ich meine, das ist nur ein Zyklus von 30 Jahren, auch 30 Lebensjahren. Ich empfinde das so wie konzentrische Kreise. Die DDR war ja eine sehr sesshafte oder zwangssesshafte Gesellschaft. Es passierte relativ wenig und darüber dachten wir dann lange nach. Heute ist es eher andersrum. Und ich erlebe einfach wesentlich viel mehr, ohne das, was ich früher wusste, als prägendes Moment preisgeben zu wollen. Aber die Geschichte geht eben immer weiter. Und was mich an meiner Tätigkeit mit der Zeit in den 90er Jahren so ein bisschen gestört hatte, ich bemerkte, ich werde zu stark festgelegt auf Ostdeutschland und so weiter. Und dann passierte der 11. November 2001 und die Zeitung änderte sich sehr, sie wurde viel außenpolitischer. Und die Deutschen in Ost und West mussten begreifen, dass sie weltpolitisch im selben Boot unterwegs waren. Also viele Befindlichkeiten relativierten sich. Ich bin auch nicht so sehr daran interessiert, über Befindlichkeiten oder gar Empfindlichkeiten zu schreiben. Das ist das mir viel zu kleinteilig. Aber über Prägungen. Und Prägungen sind etwas äußerst Wichtiges. Und so beginnt dein Buch auch. So fängt es auch, ja. Und Prägungen sind besonders dann wichtig, weil wenn die geprägten Milieus oder Personen nicht wissen, dass sie etwas geprägt hat, sondern das für das ganz Normale halten. Und wir haben nun mal die Konstellation, dass 1989 ein Deutschland kaputt gewesen ist und das andere war aber intakt. Und dann haben die Ostdeutschen mehrheitlich um Aufnahme in die intakte Gesellschaft gebeten. Es hatte viele, viele Gründe, aber es war eine freie Wahl. Sie haben aber nicht damit gerechnet, wie stark die Dominanzgesellschaft auch dominant und prägend bleiben würde und wie wenig sie sich für den hinzugekommenen Teil und dessen Geschichte interessieren würde und vor allem, dass sie sich überhaupt nicht anschicken würde, das als ein Teil der eigenen Geschichte anzusehen. Und deshalb habe ich hier zumindest im zweiten Teil dieses Buches Geschichten von deutschen Prägungen erzählt, die viel, viel älter sind als jede deutsche Teilung. Also es fängt an mit dem Aachener Dom, der Urkirche der europäischen Christenheit und es geht dann zum Beispiel zum Westfälischen Frieden, dem Beginn der profanen Politik in Europa, dann die Walhalla als sozusagen Tempel der Kulturnation, dann gibt es aber die preußisch dominierte politische, nationalistische, militaristische Tradition, die Siegessäule, den Kolonialismus, dann die Münchner Räterepublik und immer so weiter. Ne? Also es geht um Prägungen, die die Deutschen in Ost und West betreffen. Ob sie davon Gebrauch machen, ist eine ganz andere Sache. Christoph, du hast gesagt, also wir sind da in eine intakte Gesellschaft aufgenommen worden. Ich sehe das ein bisschen kritisch. So intakt war nämlich die Gesellschaft nicht. Das haben wir ja, als wir aufgenommen worden sind, dann auch gemerkt. Auf jeden Fall war sie ökonomisch intakt genug und viel stärker als die untergegangene DDR. Aber all die Macken, die diese Gesellschaft hatte und die Macken, die sich im Laufe von 30 Jahren herausgebildet haben, die siehst du ja auch kritisch. Sicherlich sehe ich die kritisch, aber generell stimmt es, dieses Land DDR war aus vielen Gründen sogar zu Recht am Ende und die andere Gesellschaft war überhaupt nicht am Ende. Dass die andere Gesellschaft das Hinzugekommene eher als Last denn als Bereicherung empfand, das bedauere ich zutiefst, aber ich habe es auch kommen sehen und was ich auch kommen gesehen habe,
eigentlich hat es jeder kommen sehen, die horrende Naivität sehr vieler Ostdeutscher, die zum Beispiel glaubten, so jemand wie Helmut Kohl ist ein Wirtschaftskommandant. Der kann dann VW anweisen, hier jedem einen Arbeitsplatz zu geben. So ein wie Günther Mittag, ja? So ein Kombinatsdirektor. Ja. Und eigentlich ist die soziale Marktwirtschaft ein effizienter Sozialismus. Und wenn sich da Helmut Kohl da hinstellt und sagt, tausende Unternehmen warten nur auf ein Wort von mir, hier zu investieren und so. Also, ich habe viele Sozialreportagen auch geschrieben, Anfang der 90er Jahre, zum Beispiel über den Hungerstreik der Kumpel in Bischofferode. Ja, ja, und ja. Die lagen dann eben da auf ihren Betten und zu ihren Häupten das Kruzifix, diese Campingbetten, und die sagten mir, der Helmut Kohl, der war hier und der hat auf dem Domplatz in Erfurt gesprochen, wenn wir alle miteinander die Arme aufkrempeln, dann wird es hier blühen. Hier, gucke, meine Arme sind aufgekrempelt. So, und der Helmut Kohl kam aber nicht. Naja, der kommt zu uns, der ist gerade noch in Japan auf dem Staatsbesuch. Wenn er wieder da ist in Deutschland, wird er uns besuchen. Und dann brachte gerade wie ein Kommentar dazu Radio Brocken mit einer Westsprecherin die Nachricht, der Bundeskanzler Kohl habe jetzt nochmal einen Stopp gemacht und treffe sich mit Boris Jelzin am Balalaika-See. Und da fing sie dann aber doch. Also Helmut Kohl, um das abzukürzen, kam nicht, sondern der thüringische Ministerpräsident Bernhard Vogel kam und sagte zu den Kumpels den erschütternden Satz, hier hat der Kapitalismus seine Fratze gezeigt. Ja, wie kann der Kapitalismus denn das machen? Wem erlaubt? Wie kann der Helmut Kohl dem das erlauben, seine Fratze hier zu zeigen? So christliche Bergleute aus dem erzkatholischen Eichsfeld. Ja. Na, und so eine Geschichten. Aber manche Dinge müssen wahrscheinlich erst durchlebt werden und nicht einfach nur gesagt bekommen werden. Ich meine, wie konnten die Ostdeutschen derartig kindlich nach dem Westgeld krähen? Eigentlich schrien sie, gebt uns die Arbeitslosigkeit, macht meinen Betrieb pleite. Von Montag an kann der mich nicht mehr bezahlen und das, was wir herstellen, auch nicht mehr absetzen. Denn unsere Abnehmer in der Tschechoslowakei oder in der Sowjetunion oder wie sie jetzt auch heißen mag, die haben kein Westgeld. Gebt mir die Arbeitslosigkeit, juhu. Ja. Christoph, wir wollen ja auch ein bisschen was aus deinem Buch hören. Und das wäre schön, wenn du uns jetzt mal ein Kapitel vorliest, dann sprechen wir wieder und dann liest du vielleicht noch ein zweites. Ich lese mal gleich das erste. Ja. Also bei, so, ist das jetzt okay? Nein, jetzt keine weiteren Einführungserläuterungen, jetzt geht es einfach los. Ich werde allerdings immer gefragt, warum hat das Buch so einen seltsamen Namen? Woher sind wir geboren? Ja, das ist ein ganz kleines, ganz luzides Goethe-Gedicht. Hört sich so schlicht an, als ob es in einem Poesiealbum stehen könnte. Aber zwischen den Zeilen lauern auch Abgründe. Woher sind wir geboren? Aus Lieb. Wie wären wir verloren? Ohn Lieb. Was hilft uns überwinden? Die Lieb. Kann man auch Liebe finden? Durch Lieb. Was lässt nicht lange weinen? Die Lieb. Was soll uns stets vereinen? Die Lieb. Am 1. Mai 1989 erlebte ich die Liebe meines Volks zu seinem Führer. Das geschah in Berlin, Hauptstadt der DDR. Die Walpurgisnacht war lang gewesen. Ich wollte ausschlafen, doch die kleine Tochter rumorte und wünschte Unterhaltung. Mach den Fernseher an. Marschmusik erscholl, das Schnettereng der Maiparade. Ein Jubelschrei. Mein liebster Erich Honecker. Das Kind hatte auch den Ort erkannt. Wir wohnten nahe der Karl-Marx-Allee, durch die Justament das Staatsvolk strömte, vorbei an der Tribüne mit den Granden des Regimes. Ich arbeitete und lebte im Berliner Missionshaus. Seit 1873 trutzte diese rote Klinkerburg am Volkspark Friedrichshain dem Wandel der Zeiten. Über dem Eingang prangte, flankiert von Petrus mit dem Himmelsschlüssel
und Paulus mit dem Schwert Christi Missionsbefehl: Geht hin und lehret alle Heiden und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das war schwierig in der DDR. Nebenan ragten Plattenbauten, darin wohnten Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Inmitten des Karrees befand sich ein Kindergarten. An dessen Spielzimmerwand erblickte die Tochter alltäglich ein gütiges Brillengesicht auf hellblauem Grund. Jetzt forderte sie: Steh auf, Papa, ich will zu Erich Honecker, in echt. Das war auch mir noch nicht vergönnt gewesen. Allerdings begegnete mir die Partei und Staatsführung morgens beim Brötchenholen. Die Kreuzung am Königstor wurde gesperrt, wenn der Pulk der schwarzen Limousinen aus dem Politbüro-Ghetto Wandlitz kommend durch die Greifswalder Straße ins Berliner Zentrum jagte. An den roten Ampeln staute sich nörgelndes Volk. Ich fühlte mich erhaben. Den Ritualen der Diktatur blieb der Kirchenmensch fern. Ideologische Lippenbekenntnisse wurden mir nicht abverlangt. Freilich umzäunte der Mauerstaat jeden Insassen. Nun strebten Vater und Kind zum Strausberger Platz. Dort harrte das Volk seines Beitritts zur Demonstration. Es lehnte auf Schildern mit Parolen, es rauchte, schwatzte, vertat Zeit. Aus Lautsprechern schmetterte Zukunftsglück. Du hast ja ein Ziel vor den Augen, damit du in der Welt dich nicht irrst, damit du weißt, was du machen sollst, damit du einmal besser leben wirst. Endlich das Kommando: Formation, Marschsäule! Der Marsch war keiner. Formlos schlurfte die Masse in Richtung Alexanderplatz. Ich setzte das Kind auf eine Windmühlenattrappe des VEB Getreidewirtschaft Berlin. Rechts kam die Tribüne in Sicht. Die Latscher strafften sich und reckten ihre Schilder. Arbeite mit, plane mit, regiere mit. Wir sind Baumeister am Haus der friedlichen Zukunft. Mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden. Mein Herz für die DDR. Vorwärts zum 40. Jahrestag unserer Republik. Ich bin dabei. Die Tribüne war treppig konstruiert wie ein Siegespodest. Zunächst passierte man mindere Genossen, die nur leicht erhöht verhalten winkten und kaum Grüße empfingen. Dann aber droben die Parteiprominenz. Stoff, Mielke, Tisch, Axen, Sindermann, gruppiert um den Generalsekretär. Wie er lachte, wie er winkte, der kleine Mann im Sommeranzug mit der roten Nelke am Revers. Schlagartig war das Volk verwandelt. Es jauchzte: Hoch, hoch, hoch. Es wedelten bunte Tücher, Ballonbündel stiegen auf. Honecker rief Herzlichkeiten ins freudige Gelärm. Er schüttelte Hände, er ergriff gar ein hinaufgereichtes Kind. Nicht meines. Ich trug Sophie auf den Schultern. Das Volk drängte zur Macht. Fast wären wir gestürzt, Honecker zu Füßen. Die Folgenden schoben uns an der Tribüne vorbei. Der Volkskörper erschlaffte in Sekunden. Die Genossen auf der Hinterstufe erfuhren nicht die geringste Beachtung. Die Schilder senkten sich, die Tücher verschwanden. Kein Ausklang, kein Blick zurück, nur noch mürrisches Getümmel. Es zerlief über den Alexanderplatz, zu Wurst und Bier, zu den Bahnen, nischt wie weg. Das Volk schien wieder normal. Und doch wirkte der Jubel im Bannkreis der Macht unvergesslich echt. Abends schauten wir ausnahmsweise die aktuelle Kamera. Vielleicht wären wir im Bild. Drei Viertel der halbstündigen Sendung galten dem Berliner Auflauf. Die dezent laszive Nachrichtensprecherin Angelika Unterlauf verkündete 700.000 Teilnehmer. Die Kamera fokussierte den Jubel vor der Tribüne. Sie dehnte die Sekunden der Begeisterung zum Dauerzustand. Es folgten Kurzberichte von Maifeiern in aller Welt. In der Türkei war ein Demonstrant erschossen worden.
In Moskau auf dem Lenin-Mausoleum erblickte man Michail Gorbatschow, der sich im Herbst als Honeckers Überwinder erweisen würde. YouTube-Kommentare zum Berliner 1. Mai 1989. 30 Jahre, wo ist die Zeit geblieben? Kapitalistische Lügen können die Wahrheit nicht verbergen. Hier können Sie die Freude der Menschen auf dem Weg des Sozialismus sehen. Schauen alle so deprimiert, wahrscheinlich weil keiner freiwillig da war. Die sind alle freiwillig dort, niemand wurde gezwungen und gut gelaunt sind sie auch. Wir als Lehrlinge damals meinten, das Beste an der Veranstaltung sind die Bratwürste und der Schnaps. Meine Güte, war ich jung, habe an dem Tag eine nette Studentin mit einem Gipsbein bei der Demo kennengelernt, wollten vögeln, war aber später zu besoffen, was für ein Jammer. Die hätten uns nur reisen lassen sollen, 80% mindestens wären in der DDR geblieben. I like these people and their aims, maybe not the leadership. Glaube ich, dass Erich ganz wuschig wurde, als die Damen anfingen, vor ihm zu turnen. Bei der nachträglichen Auswertung durch die Stasi wird er sich wohl einige zur Nachbereitung nach Wandlitz einbestellt haben. Der vorletzte Tanz der alten Männer, der letzte war dann am 7. Oktober. In den Annalen des Revolutionsjahrs 1989 hinterließ der 1. Mai keine Spur. Die Chronik der Wende beginnt am 7. Mai mit der gefälschten DDR-Kommunalwahl, deren Auszählung von Oppositionsgruppen beobachtet wurde. Am 4. Juni massakrierte die Pekinger Regierung auf dem Tiananmen Hunderte, vielleicht Tausende protestierende Studenten. In Ungarn demontierte die kommunistische Regierung den Eisernen Vorhang. Ungezählte DDRler flohen im Sommer via Ungarn nach Westen. Man sollte ihnen keine Tränen nachweinen. Das ließ Erich Honecker am 2. Oktober im Neuen Deutschland erklären. Ihm wurde bald nachgeweint. Die Bevölkerung, sofern sie im Lande bleiben wollte, ging auf die Straße. Zuerst in Plauen. In Leipzig entstand der Ruf, wir sind das Volk, das wir betonend als Replik auf die versammlungsfeindliche Lautsprecherdurchsage, hier spricht die Volkspolizei. Am 10. September veröffentlichte die Bürgerrechtsbewegung Neues Forum ihr Manifest, die Zeit ist reif, beginnend mit dem Satz, in unserem Lande ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört. Mit letzter Kraft erreichte Honecker sein Nahtziel, den 40. Republikgeburtstag am 7. Oktober, begleitet von den Prügeleien der Berliner Volkspolizei. Am 9. Oktober die Krise. Wohl 70.000 demonstrierten in Leipzig. Die befürchtete chinesische Lösung blieb aus. Am 18. Oktober wurde der Parteichef in der Politbürositzung von seinen Genossen zurückgetreten. Willi Stoff, angestiftet von Egon Krenz, sprach die Schicksalsworte, Erich, es geht nicht mehr, du musst gehen. Tags darauf holte ich Sophie vom Kindergarten ab. Sie stand in Tränen. Die geliebte Betreuerin hatte Honeckers Bild von der Wand genommen und erklärt, Kinder, ich muss euch etwas Schreckliches sagen. Onkel Erich war doch nicht gut. Und das Volk? Jetzt erlebte ich seine Schönheit, hunderttausendfach, am 4. November beim Fest der Friedlichen Revolution auf dem Alexanderplatz. Die Demonstranten präsentierten nun sehr andere Parolen. Die neuen Redner standen auf der Ladefläche eines LKW. Christa Wolf zitierte, was sie auf Transparenten gelesen hatte. Trittbrettfahrer zurücktreten. Rechtssicherheit spart Staatssicherheit. Vorschlag für den 1. Mai, die Führung zieht am Volk vorbei. Revolutionen gehen von unten aus, so rief sie hinab. Jede revolutionäre Bewegung befreit auch die Sprache. Was bisher so schwer auszusprechen war, geht uns auf einmal frei über die Lippen. Wir staunen, was wir offenbar schon lange gedacht haben und was wir uns jetzt laut zu rufen wagen. Demokratie, jetzt oder nie. Und wir meinen Volksherrschaft und wir erinnern uns der steckengebliebenen oder blutig niedergeschlagenen Ansätze in unserer Geschichte.
Dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen, der tausendfache Ruf, wir sind das Volk. Waren das dieselben Menschen wie am 1. Mai? Oder gab es zwei Völker in der DDR, ein gefügiges, eines mit Charakter? 27 Redner und Sänger traten auf, als fünftletzter Christoph Hein. Er erinnerte an einen alten und wahrscheinlich jetzt sehr einsamen Mann. Ich spreche von Erich Honecker. Dieser Mann hatte einen Traum und er war bereit, für diesen Traum ins Zuchthaus zu gehen. Dann bekam er die Chance, den Traum zu verwirklichen. Es war keine gute Chance, denn der besiegte Faschismus und der übermächtige Stalinismus waren dabei Geburtshelfer. Es entstand eine Gesellschaft, die wenig mit Sozialismus zu tun hatte. Von Bürokratie, Demagogie, Bespitzelung, Machtmissbrauch, Entmündigung und auch Verbrechen war und ist diese Gesellschaft gezeichnet. Hein glaubte, auch für Honecker sei die DDR nicht die Erfüllung seiner Träume. Selbst er, an der Spitze dieses Staates stehend und für ihn, für seine Erfolge, aber auch für seine Fehler, Versäumnisse und Verbrechen besonders verantwortlich, selbst er war den verkrusteten Strukturen gegenüber fast ohnmächtig. Ich erinnere an diesen alten Mann nur deshalb, um uns zu warnen, dass nicht auch wir jetzt Strukturen schaffen, denen wir eines Tages hilflos ausgeliefert sind. Honecker stürzte vergleichsweise glimpflich. Am 21. Dezember 1989 erhoben sich die Rumänen. Der Diktator Nicolae Ceausescu, am 7. Oktober noch Honeckers Gast, floh, wurde gefangen und am ersten Weihnachtstag samt Gattin Elena standgerichtlich abgeknallt. Ich saß im Berliner Operncafé. Am Nachbartisch besprachen zwei Damen die Bukarester Wende. Die Rumänen hätten es richtig gemacht. So müsse das hier auch laufen. Hinrichten alle, das ganze Politbüro. Um Gottes Willen, wem nützt denn das? Die Damen spitzmündig. Junger Mann, unseren Gefühlen. Honecker war nicht der Kondukator Ceausescu. Wutvolk stürmte die Waldsiedlung Wandlitz und suchte in den Häuschen der geschassten Herrschaft nach Märchenpomp. Was sich nicht finden ließ, erbitterte umso mehr. Nicht Titanen, nicht Dämonen, Kleinbürger hatten uns regiert. Das Ehepaar Honecker, von seiner Partei verstoßen, fand kirchliches Asyl im Pfarrhaus zu Lobetal. Daraufhin häuften sich Kirchaustritte. Als Honeckers in ein Regierungsheim nach Lindow umziehen sollten, wurden sie von einem Bürgermob fast gelyncht. Sie flohen zurück in Pastor Holmers Hut. Einst hatte Margot Honeckers Volksbildungsministerium Holmers Kindern das Abitur verwehrt, wie mir, mangels Jugendweihe und Mitgliedschaft in der FDJ. Mit drei Holmer-Brüdern studierte ich am Theologischen Seminar Leipzig. Johannes stand im Tor unserer Fußballmannschaft, Markus spielte Stopper, Reinhard mit mir im Sturm. Jetzt verbargen sich Honeckers in Holmers Kinderzimmer. Welch Schwank der kichernden Weltgeschichte. Erich Honeckers Odyssee führte ihn am 3. April 1990 ins sowjetische Militärhospital Belitz, am 13. März 1991 nach Moskau. Ende August überstand Gorbatschow knapp einen Putsch. Der neue starke Mann, Boris Jelzin, Präsident der Russischen Teilrepublik, verbot die KPDSU und forderte die Honeckers auf, das Land zu verlassen. Sie fanden Schutz in der chilenischen Vertretung als letzte Botschaftsflüchtlinge der DDR. Am 29. Juli 1992 wurde Erich Honecker auf Begehren der Bundesrepublik Deutschland nach Berlin ausgeliefert. Ich heiratete an jenem Tag. Hinter Honecker schloss sich das Gefängnistor von Berlin-Moabit. Dort hatte er bereits von 1935 bis 1937 eingesessen. Ich war mittlerweile politischer Redakteur der Zeit und wollte Honecker besuchen. Er war, wie sein Anwalt Nicolas Becker erfragte, einverstanden. Der Richter Hans-Georg Bräutigam verbot die Visite, weil ich, wie er mir am Telefon erklärte,
die Wahrheitsfindung des Gerichts behindern könnte. Kurz darauf wurde Bräutigam abgelöst. Er hatte sich vom Angeklagten Honecker einen Stadtplan signieren lassen. Der Wahrheitsfindung schien auch damit nicht gedient. Honecker, krebskrank, wurde am 13. Januar 1993 nach Chile entlassen und durfte dort am 29. Mai 1994 in Freiheit sterben. Die Wahrheit meiner Mauerjahre begleitet mich bis heute, wie das sogenannte Volk. Nach unserer Herkunft und Prägung frage ich immer, davon handelt dieses Buch. Schönen Dank, Christoph. Wir wollen ja nachher noch aus dem 5. Kapitel was lesen. Dann geht es richtig zu Herzen. Ja, du jung. Der Christoph Links hatte ich in einem Gespräch, was auf YouTube zu sehen ist, also als Beitrag auch der virtuellen Leipziger Messe, danach gefragt, nach deinem Schreibimpulsen. Und du hast ihm geantwortet, dass du persönlich erzählst. Dass du aus dem Persönlichen auch Politisches entwickelst. Das mit dem Persönlichen habe ich zur Unterscheidung vom Privaten gesagt. Ja, er hatte das als Privates Schreiben, ja, und du hast das auf Persönliches. Ja. Ja. Ich hätte noch eine andere Anmerkung machen sollen. Er hatte mich auf das autobiografische Schreiben. Mhm. Das autobiografische Schreiben handelt nicht nur von mir. Es gibt auch sowas wie eine kollektive Autobiografie. Mhm. Ich bin ganz vorsichtig mit allen Kollektividentitäten, weil es immer ideologisch wird und missbraucht wird und so weiter. Aber es gibt Generationserfahrungen. Und ich, sagen wir mal so, ich schreibe nicht bloß für mich selber, sondern mein Wunsch ist, dass Menschen das ihre daneben legen können, dass es auch von ihnen handelt. Ja. Ich habe nun mal den schönen Beruf, dass ich die Dinge, die mich beschäftigen, nicht so im Vorbeihetzen und nur am Feierabend erlebe und bedenke, sondern dass das mein Beruf werden durfte. Und das ist, dafür bin ich äußerst dankbar. Ich sage immer, ich bin in einem Tauschgeschäft begriffen, wie jeder Mensch muss sich Lebenszeit hergeben, aber ich kriege dafür Geschichten und das finde ich fair. Nun zeichnet dein Schreiben ja auch eine Behutsamkeit aus, was in der heutigen Zeit eigentlich nicht in Mode ist. Es wird ja eigentlich immer schnell und auch sehr zugespitzt geschrieben und tagespolitisch. Du suchst dir oft abseitige Themen, in denen aber etwas verborgen ist, was entdeckenswert ist. Ich glaube, das ist so auch ein bisschen dein Erfolgsgeheimnis. Ich wurde manchmal gefragt, nehmen Sie einen Fotografen mit? Ich sage, um Gottes Willen, wenn ich einem Menschen begegne, dann ist das ein Gespräch zwischen ihm und mir. Ne? Ich wollte nie mit der Horde laufen und nie dorthin, wo alle sind. Und ich wollte auch nie, sagen wir mal, die große und richtige Politik richten. Da tritt man Menschen gegenüber, die sind Medienprofis, haben noch ihre Spin-Doktoren und so weiter. Und dann soll man hinterher das, was man besprochen hat, vorlesen, sodass es bis zur Unkenntlichkeit geglättet wird. Das interessiert mich nicht. Ne? Mhm. Als ich bei der Zeit anfing, bestand die große Schwierigkeit darin, dass die Protagonisten meiner Geschichten nicht bekannt waren. Aber auch die Orte waren nicht bekannt. Du sagst das ganz richtig, es galt als entlegen oder abseitig oder wie auch immer. Ich habe über die Spiegelung des Politischen in der Lebenswelt geschrieben, nicht über die Zentren der Politik. So, man hat sich dann mit mir geeinigt auf den Begriff Komplementärfarbe. Es war eine Komplementärfarbe, wenn er schon nicht die richtige Politik macht. Aber es gab, ich meine, 95% der Zeitleser waren Westdeutsche. Es gab viele freundliche Leserbriefe. Zeitleser sind interessiert und meistens auch gutwillig, keine Ideologen. Und das half dann eben auch.
Ja, und außerdem machte von den 99% Westredakteuren keiner Anstalten, mich um das Thema und das Territorium meiner Zuständigkeit zu beneiden. Das hatte ich für mich. Das machte mir Spaß. Ich habe mein eigenes Land eigentlich geschenkt bekommen und erobert. Ich merkte das auch im Gespräch mit Leuten, die bisher war die DDR ein Staat gewesen, jetzt wurde es auf einmal zu einem Land, zu Ostdeutschland. Ja. Die Nomenklatura war weg, aber es gab noch bestimmte Ängste. Zum Beispiel, ich bin ein auditiver Mensch, ich nehme möglichst alles auf Tonband auf. Mhm. Und viele hatten dann Sorge, was passiert mit meiner Stimme? Stasi abhören und so weiter. Und dann habe ich denen das so erklärt, nee, ich nehme das jetzt mit nach Hause und höre mir das alles nochmal genau an und ich schreibe das auch so ab. Und das ist reine Sorgfalt. Manchmal musste ich dann auch, wenn die Frage kam, bist du von hier, den Dialekt ein bisschen intensivieren als vertrauensstiftende Maßnahme. Und dann ging's schon. Mensch, Meiner, du bist ja einer von aber uns. Aber Meiner und die Wessis sagen immer Sangerhausen, ja. Also Sondershausen und Sangerhausen nicht. Ja. Und ich glaube, der ARD-Sport-Reporter-Star Waldi Hartmann hatte größte Schwierigkeiten, Cottbus und Chemnitz zu unterscheiden. Ja. Und als ich dann mal erfuhr, der große ostdeutsche Radsportstar heiße Täwe Schuhe, da zog es einem die Galoschen aus. Ja? Ja, Christoph, du bist in einer Pastorenfamilie groß geworden. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, dass du aus diesem Grund eben auch dein Abitur nicht machen konntest, also nicht zur EOS zugelassen wurdest, weil du weder junger Pionier noch FDJler warst, noch Jugendweihe gemacht hast. Diese Einschränkungen, Wie hast du die empfunden? Hast du aus vollem Bewusstsein gesagt, ja, ich will nicht Pionier werden, ich will nicht FDJler werden? Oder gab es in dir, ich meine, man lebt ja in einer Gruppe zusammen, in einer Klasse und so, gab es da nicht auch so Momente, wo du gesagt hast zu deinen, eigentlich möchte ich das doch? Oder? Nein, ich fand das in Ordnung. Wenn ich darüber nachdenke, stelle ich fest, dass meine Kindheit und Jugend in zwei Hälften zerfällt. Bis zum 12. Lebensjahr lebte ich auf dem Dorf, Dingelstedt am Hü bei Halberstadt. Da war ich ein richtiges Dorfkind. Und, zwischen Harz und Hü. Ja. So, und ich hatte eine sehr geliebte Lehrerin, Ingrid Schmädig, und der versaute ich jedes Jahr die 100%ige Pionierstatistik. Ich war ein guter Schüler, wurde dann aber trotzdem vorgerufen zum Fahnenappell. Und kriegte dann von Frau Schmädig nicht das Abzeichen für gutes Wissen, das Pionierabzeichen, sondern ein schönes Buch, was sie für mich ausgesucht hatte. Abenteuer mit Archimedes oder Justus von Liebig. Dann hatte sie eine kleine Urkunde gebastelt mit Schulsiegel und reingeklebt. Freute ich mich, fand ich viel besser. So, und Frau Schmädig liebte Kinder mehr als die Ideologie. Das fand ich großartig. Und als ich 12 war, zog mein Vater über den Harz nach Sangerhausen. Sangerhausen war eine wichtige Industriestadt. Mhm. Mansfeld, Kupferbergbau, Maschinenbau, Lederfabrik, Fahrräder, MIFA, Fahrräder. Ja. Der ganze Bezirk Halle war irgendwie ideologisch schärfer als der Bezirk Magdeburg, der Agrarbezirk. Und ich merkte das auch an der Schule. Trotzdem wurde ich als einer von vier Schülern meiner nach der 8. Klasse delegiert zur Oberschule. Es machten ja viel weniger Kinder damals Abitur als früher. Und die Kreisschulrätin lehnte das ab. Das war so eine 150% hier, die ließ kein Kirchenkind zur EOS. Und meine Eltern haben sich dann beschwert und erwirkten einen Gesprächstermin. Und da sagte die Genossin zu mir den unvergesslichen Satz: Sie tun nichts für das Volk, da tut die Volksmacht auch nichts für Sie. Das war für mich sehr bitter. Ich wollte Sportreporter werden. Das war auch für meine Eltern sicher eine große Belastung, weil Eltern, die sagten, unsere Kinder gehen nicht in den sozialistischen Jugendverband, über deren Zukunft entschieden. Ausschluss von der höheren Bildung. Ich meine, für mich ist das
gut ausgegangen. Für viele, viele ist es nicht gut ausgegangen. Angela Merkel hat mit einem selbstbewussten Opportunismus den Schritt da in die FDJ gemacht. Ich glaube, die war sogar FDJ-Sekretärin für Kultur oder sowas. Mhm. Und so gesagt haben, warum soll ich mich aussortieren lassen? Mhm. Ich respektiere auch das. Mhm. Aber ich bin zufrieden damit, dass ich bei mir geblieben bin. Ich meine, es hätte hast dann aber Berufsausbildung mit Abitur. Nein, auch das nicht. Nein, auch das wurde verboten. Ich durfte kein Abitur bekommen. Ja. Und ich habe dann diese Filmverführerlehre gemacht, Facharbeiter für Filmwiedergabetechnik. Nach der 10. Klasse? Nach der 10. Klasse, ja. Und währenddessen kriegte ich mit, die Technik interessiert mich nicht, die Filme interessieren mich brennend. Mhm. Das war aber nicht das Primäre. Ne? Mhm. Also ich wollte, an dieser Filmverführerschule, die lag in der Erzgebirgseinsamkeit, 1 Kilometer entfernt von Brand-Erbisdorf. Mhm. 45 Lehrlinge aus der ganzen DDR, davon 8 Mädchen. Da muss man eigentlich keine Filme vorführen, da erlebt man sie selber. Ja. Die entsprechenden Dramen. Ich wollte dann also mit Menschen arbeiten, so stellte ich mir das vor. Und dann habe ich mich um Aufnahme beworben beim Theologischen Seminar in Leipzig. Und ich musste da am Samstag hin zu dieser Aufnahmeprüfung. Und da habe ich mich einem Kinotechnik-Dozenten anvertraut und der sagte zu mir, Christoph, das machen Sie richtig, hier sind Sie eigentlich fehl am Platze, machen Sie das mal. Mhm. Fand ich allerlei. So, und in Leipzig konnte man, das war eine kirchliche Hochschule, da konnte man auch mit einem Facharbeiterbrief anfangen, dann gab es noch so ein Jahr praktisch Kirchenabitur vorher, denn es gab ja viele Fälle wie mich, also junge Leute, die kein Abitur haben konnten, aufgrund ihrer Kirchentreue, warum sollte die Kirche ausgerechnet diese Leute fernhalten? Ne? Ja, so war das. Und dann hast du dein Studium gemacht, aber irgendwann stand für dich dann, also wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, Christoph, doch fest, dass du nicht unbedingt in die Fußstapfen deines Vaters gehen wolltest, um Pfarrer zu werden. Also ich sag mal so, ich hatte während des Studiums, ich sehnte mich nicht danach, dass das Studium zu Ende geht. Am Ende habe ich 6,5 Jahre studiert, war sehr schön. Und dann war ich Vikar der evangelischen Studentengemeinde in Ost-Berlin. Die hatten gerade keinen Pfarrer, der Pfarrer war ausgereist nach dem Westen. Mhm. Ich war sozusagen ein Junior-Studentenpfarrer. Und danach hatte man festgestellt, nun gut, nun hat der junge Bruder Diekmann da sein Vikariat gemacht, aber so ein richtiges Vikariat ist es ja nicht. Da fehlen ja so Sachen wie Taufe und Beerdigung halten und so. Und jetzt geht er noch ein Jahr nach Berlin-Buch. Das habe ich dann auch gemacht und da ist mir etwas aufgefallen. Ich glaube, das habe ich auch richtig gesehen. Ich habe festgestellt, ich bin ein einzelgängerischer Mensch. Ich bin kein großer Sozialisator. Und Pfarrer ist nicht zuletzt manchmal ein Kommunikator auch, ne? Ein Sozialberuf. Ja. Ja, ja. Man ist ständig Mittelpunkt. Ich kannte das auch von meinem Vater. Da klingelte ständig das Telefon oder an der Tür. Ja. Offenes Haus und so. Und aber ich schrieb gern und ich sprach dann mit meiner mich delegiert habenden Magdeburger Landeskirche und die hatten Verständnis. Die wiesen mir nicht die Tür, wie ich befürchtet habe, sondern guckten, was ich machen könnte. Und da war ich 2 Jahre dann bei der theologischen Studienabteilung beim Kirchenbund. Dann habe ich eine Studie über die UNO geschrieben. Und dann war ich von 1986 an Öffentlichkeitsreferent beim Berliner Missionshaus. Mhm. Und nebenbei habe ich dann eben immer für den Sonntag und Kirchenzeitungen geschrieben. Da hat mal irgendjemand aus Dresden geschrieben, Gott schütze Christoph Diekmann, wo habt ihr denn den ausgegraben? Ja. Nach der Wende habe ich mal so gekramt in der Leserbriefkiste. Da hatte der sehr charmante Chefredakteur des Sonntag, Genosse Geißler, an den Rand geschrieben, nicht als Leserbrief drucken, weil Gott doch Diekmann schützen soll. Der war überhaupt eine tolle Type. Der ließ mich da mal in sein Zimmer treten. Herr Diekmann, kommen Sie doch mal in mein Zimmer. Machen Sie mal die Tür zu, sagte er. Sie haben doch da über den neuen Roman von Stefan Heim geschrieben. Aha, es war. Sehr schöner Text. Und am Schluss läuft er aus in ein Gedicht. Das ist ja eine Strophe von Wolf Biermann. Na, das macht nichts. An- und Abführung stehen nicht da. Kennen darf ich es auch nicht. Das ist jetzt also nicht das Problem. Das Problem ist, dass Wolfgang Sabbat über das neue Buch von Hermann Kant geschrieben hat, das sei ja bloß eine Fingerübung. Und Kant hat getobt und hat geschrien, er sei doch nicht die Pinkelrinne vom Sonntag.
Jetzt habe ich hier vom ZK, von der Genossin Rackwitz, zwei Aufpasser bekommen. Jetzt mache ich erstmal, solange die da sind, zwei Wochen eine stinklangweilige Zeitung. Wenn die wieder weg sind, drucke ich ihren Ahas vor. Wie er ist, habe ich versprochen. So geschah es. Auch das war die DDR. Ja, du hast dann ja relativ zeitig schon dein erstes Buch geschrieben und hast eigentlich in Christoph Links auch einen Partner gefunden, der dir die Treue gehalten hat, der, glaube ich, mit dir auch erfolgreich zusammengearbeitet hat, denn deine Bücher haben ja auch mehrere Auflagen oftmals gehabt. Also es gab doch viele Leser und viele Christoph Diekmann-Fans. Jetzt hat ja Christoph seinen Verlag, glaube ich, an den Aufbauverlag. Also der ist jetzt unter dem Dach vom Aufbauverlag. Ja, ja. Die hatten keine Sachbuchsparte und das ist für alle Beteiligten eine glückliche Lösung. Ja. Das erste Buch übrigens, das war gar nicht meine Idee. Ich kannte Christoph Links gar nicht. Christoph Links hatte ja gleich nach dem Fall des Verlagsmonopols des Staates seinen Verlag schon angemeldet. Schon im Herbst 89. Ja, ja. Ich glaube am 1. Dezember 89. Und ich kannte ihn gar nicht. Ja. Ich kannte aber Thomas Brussig und Thomas Brussig hat, ohne dass ich das wusste, meine gesammelten Werke zu Christoph Links getragen. Aha. Und Christoph Links sagte, ja, er würde das auch sehr gerne lesen und mich schätzen, aber man könne nicht Das war Olle DDR, ja? Nee, das war My Generation. My Generation. Cocker, Dylan, Lindenberg. Und Olle DDR, wo ist das? Ist ja dein erstes. Also das war ein Fotoband, ein Fototextband. Ja. Du hast recht, das war davor noch. Ja. Der ist bei Henschel rausgekommen. Ich war in den USA und da schrieb mir Helmut Fensch, die DDR wird beerdigt, wir brauchen ein paar Grabreden. So, und das waren beteiligt waren da Rolf Zöllner, Volker Döring und Joachim Donat. Und ich sollte dazu Texte schreiben. Habe ich auch gemacht. Und zwar habe ich die in San Francisco und in Hollywood geschrieben. Als ich wiederkam, war das Buch gerade fertig. Aber My Generation war mein erstes Buch. Und da bin ich also mit Thomas Brussig zu Christoph Links gegangen. Und da hatten wir auch ganz schnell die Idee, Generation. Ja. Habe ich noch etwas Längeres dazu geschrieben und so weiter. Dann war es also nicht nur ein Kompilat, sondern erwies sich geradezu als eine Chronik der Wende, und zwar des langen Anlaufs, so ab 1985, 86 bis über die Wende hinaus. Und bei dieser Struktur sind wir eigentlich geblieben. Es sind chronistische Bücher. Und sind ja auch oft Artikel aus der Zeit mit drin. Ne? Wenn so passt. Lange Essays sind, die nicht nur für den Tag, die Woche oder das Jahr geschrieben sind. Ja. So. Christoph wollte aber ausdrücklich eine Sparte in seinem neuen Verlag haben mit literarischer Publizistik. Ja. Also mit publizistischen Texten, die einerseits hineinsprechen in eine geschichtliche Situation, andererseits aber auch eine literarsprachliche Ambition haben. Und der andere, mit dem er da also sehr zusammen... Also sowas wie Kisch. Ja, bloß, gut, Kisch ist ein großer Name, aber ich bin kein Kisch-Fan, weil das ein Erfinder war. Und ich bin kein Erfinder, ich bin ein Erleber. Bei mir stimmen alle Fakten. Ja. So, und derjenige, mit dem ich immer verglichen wurde, das war Alexander Osang. Alexander Osang hatte allerdings einen ganz großen Unterschied. Er schrieb für ein Ostpublikum. Er schrieb viel mehr, weil es eine Tageszeitung war. Und Alexander, in der Berliner damals. Ne? In der Berliner, ja. Und Alexander ist ein ganz, ganz visueller Mensch. Also wenn man Texte von Alexander liest, wird man feststellen, ganz viel ist so optisch. Ja. Bei mir ist es mehr audistisch. Alexander sagt, ich kann in ein Zimmer reingehen, ich scanne das 20 Sekunden, ich schließe die Augen oder gehe raus, ich kann es beschreiben. Das kann ich überhaupt nicht. Ne? Aber es zählte beides zur literarischen Publizistik. Und wir wussten schon, während wir es erlebten, dass wir diese Zeit in ihren entscheidenden Facetten erhalten wollten. Denn die Öffentlichkeit, die Wahrnehmung, die Kommentierung, das Erleben, alles raste. Jeden Tag machte etwas, das geschah, das Vorige kaputt. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich trete an den Rand des Weges, ich schlage da keine Wurzeln, aber ich renne und dränge nicht mit. Ja. Also was ich mir gut vorstellen könnte,
dass du aus den bisher erschienenen Büchern ein Buch nochmal machst, weil die älteren Bücher haben ja nicht alle, weißt du, gibt es auch nur die Fans, die es dann vielleicht über ZVAB oder so im Antiquariat bekommen, aber wenn du sozusagen Geschichten über die jetzt mehr als 30 Jahre mal zusammenstellen würdest, wo man auch so gewisse Entwicklungen sieht, ich glaube, das wäre nochmal sehr dankbar. Es gab zwei so eine Sampler, der eine hieß Hinter den sieben Bergen, der ist bei DTV rausgekommen, und der andere, der lag mir noch viel mehr am Herzen, der hieß Die Liebe in den Zeiten des Landfilms. Ja. Aber wäre ja nur mal so eine Anregung. Ja. Ja. Aber du wolltest jetzt noch dieses zu Herzen gehende fünfte Kapitel anlesen. Anlesen. Ja. Ja. Ja, oder wenn du es schaffst, dann kannst du es auch ganz lesen. Wie sind wir denn in der Zeit? Wir haben schon noch ein bisschen, ne? Die nachfolgenden Sendungen machen einen schweren Druck, ja. Gut in der Zeit. Das fünfte Kapitel. »1912 erreichte Robert Scott den Südpol und verlor sein Leben. 1976 expedierte auch ich gen Süden und verlor meinen Fotoapparat, sodann noch etliches mehr. Im selben Jahr erschien ein Meisterstück ostdeutscher Rockmusik, »Der Kampf um den Südpol« von der Sternkombo Meißen. Es ging ins 20. Jahrhundert. Jedes Land war entdeckt, nur der kalte Pol im Süden, auf der Karte noch weiß gefleckt. Da begann der große Wettlauf, ihre Schiffe machten flott, zwei Kapitäne, namenlose, später Amundsen und Scott. Musikalisch war das Opus inspiriert von den Temptations, textlich von Stefan Zweig. Dessen Sternstunden der Menschheit liebte ich sehr. 14 historische Miniaturen von psychologistischer Dramatik. Immer wird der Geschichtslauf an jene Gabelung des Wegs geführt, wo ein Charakter alles entscheidet. Epochal geht's los bei Waterloo am 18. Juni 1815. Napoleon, der Weltgeist zu Pferde, reitet ins letzte Gefecht gegen die Alliierten unter Wellington. Fast triumphiert der Dämon abermals. Wellington barmt bereits. Either night or the Prussians will come. Ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen. Der Kaiser indessen ersehnt seinen Marschall Grouchy und dessen 33.000 Mann. Der Vermisste verharrt bei Wavre, 14 Kilometer entfernt. Obwohl Grouchy hört, dass unweit eine Schlacht entbrennt, befolgt er Napoleons überholte Order, Blücher zu suchen. Der eilt nach Waterloo und siegt. Preußen rettet Europa, wenngleich nicht für immer. Robert Scotts Expedition arbeitet sich mit Ponys und anfälligen Motorschlitten dem Südpol entgegen, im Bewusstsein eines Konkurrenten. Der Norweger Roald Amundsen ist gleichfalls unterwegs. Er nutzt Schlittenhunde. Scott erreicht das Ziel am 18. Januar 1912, zu spät. Sternkombosänger Reinhard Fissler berichtet mit schmerzlichem Tenor. Doch als Scott an den Südpol kam, da stand schon Amundsens Fahne fein, da brach der Frost von draußen her ihm tief in das Herz hinein. Kein Petroleum half mehr und kein Denken an Frau und Kind, und erfroren mit ihm sind vier Mann im ewigen Eis und Wind. Der Rest ist Koda, umstürmt vom mörderischen Element. Was bleibt nach dem Tode, wenn nicht bleibt der Ruhm? Was bleibt nach dem Tode? Große Tat, großes Menschentum. Zu diesem Pathos imaginiere man einen heldenmütigen Studenten der Theologie, der im Lenz des Jahres 1976 tatendurstig durch Leipzig schwebt, maximal verliebt in eine entzückende Heidin, deren Unglaube ihn überhaupt nicht stört. Sie beglücken einander, ist das denn kein Gebet? Mozarts Zauberflöte trillert, Mann und Weib und Mann reichen an die Gottheit an. Natürlich will er sie heiraten.
Sie hat ja nichts dagegen, doch zunächst möchte sie mit ihm bis ans Ende der Welt. Das liegt etwas weiter, etwas näher als gewünscht. DDR-Bürgern steht der Erdball nur zonenweise zur Verfügung. Der sozialistische Planet ist eine fortschrittlich gezackte Scheibe. Am äußersten Rand liegt Bulgarien, dahinter das feindliche Nichts. Wer erstmals richtig reist, empfindet auch den Balkan als globale Dimension. Vier fremde Länder werden sie im Sommer durchqueren. Sie nehmen den Zug über Prag nach Budapest. Sie stehen am Donaustrom, auf der Fischerbastei, in den römischen Resten von Aquincum. Sie wandern aus der großen Stadt und halten den Daumen in die Sonnenglut. Man nimmt sie mit bis hinter Szeged, wo sie nahe der Grenze ihr Zelt aufbauen. Nachts überleben sie das Gewitter des Jahrhunderts, am nächsten Tag schon in Rumänien ein Peperoni-Attentat gastfreundlich vespernder Bauern. Arad, Gibiu, Brașov, Rumänien ist noch nicht Ceausescus bettelarmes Ruinat. Anmutig schwingt es zwischen Berg und Tal und Fluss. Der Mais steht hoch, gemächliche Hirten treiben ihre Herden mit Schafs- und Rindsgeduld. Der türkische Trucker haut aufs Lenkrad und flucht. Aus seinem Cockpit erblickt das Glückspaar Siebenbürgen als endlosen Reigen bukolischer Hertha-Müller-Bilder. Das Dorf steht wie eine Kiste in der Gegend. Ich ging zwischen den Hälsen der Gänse nach Hause. Die Dünnholzpappel wiegte sich und wiegte sich im Januar. Jetzt lodert der August. Sie sitzen neben Landvolk auf der Lade eines Lasters und atmen Stroh und Straßenstaub. Er fotografiert, so zeigen die Bilder nur sie. Ein blondes Jeans-Girl, braun gebrannt, ihr Niki unter Sommerhimmel leuchtendes Azur. Sie schäkert mit den Bauern. Sie winkt an der Chaussee, neben sich die Kraxe. Hier trägt sie die Wassermelode, ein Geschenk bulgarischer Soldaten. Denn schon ist das Zielland erreicht, hinter der mächtigen Donaubrücke, die Giurgiu mit Russe verbindet. Endlich das Schwarze Meer, blau wie die nichtsozialistische Adria. Nessebar, pittoreske Treppengässchen, weinumrankte Häuslein unter Feigenbäumen. Bratfisch gibt's direkt vom Grill, dargereicht im bulgarischen Parteiorgan den lächelnden Genossen Todor Schiffkow, narrhaft durchfettend. Hier endet der Liebesfilm. Am Abend fehlt der Fotoapparat. Gestohlen, vergessen am Strand. Erfolglose Suche, Ärger, unruhige Nacht. Morgens äugt ein Pistolenlauf ins Zelt, dahinter ein schnauzbärtiger Polizist, der 5 Leva, 20 Mark für unerlaubtes Campen kassiert. Am Strand treffen sie Landsleute, die Schreckliches von daheim berichten. In Zeitz hat sich ein Pfarrer verbrannt. Oskar Brüsewitz heißt er, hat sich vor der Kirche mit Benzin übergossen und angezündet. Warum bloß? Wohl irgendwie politisch. Die Rückreise führt über Gabrovo. Unweit der Stadt, das Zelt ist halb aufgebaut, geht die Sintflut nieder. Flucht in ein Bauerngehöft, da selbst brudervölkisches Besäufnis, dessen fürchterlichen Verlauf ich erst 1995 in der Erinnerungsnovelle die Taten des treuen Heinrich zu schildern wagte, in Time is on my side, dem 4. Buch meiner deutschen Chronik, dies hier ist das 11. 2 junge Leute verlieren einander, das lässt sich nicht überleben. Dann aber leider doch. Zurück in Leipzig sind beide recht erschöpft. Sie möchte ein Weilchen allein sein, daheim in ihrem Lausitzdorf. Er ahnt, was er mangels Erfahrung noch nicht wissen kann. Das neue Studienjahr beginnt. Am theologischen Seminar erfährt er die volle Wahrheit über Oskar Brüsewitz. Ein Sturmsoldat Christi, so hatte der Pfarrer aus Rippicha sich begriffen. Ein radikaler Bekenner stritt wieder den gottlosen Staat mit Kampfparolen und Happenings, die seiner Landeskirche ebenso misshakten wie dem historisch-kritischen Jungtheologen. Der Anstand verbietet, sich von Brüsewitz zu distanzieren. Die Parteimedien schmähen den, Zitat, Pfarrer, der nicht alle 5 Sinne beisammen hatte,
als Psychopathen, hämisch, in lustvoller Niedertracht. Zitat, ob er unter seinem General, zu dem er heimkehren wollte, Gott oder den Bundesnachrichtendienst verstand, wollen wir hier nicht näher erörtern. Seine Handlungen entsprachen sehr oft mehr den Geschichten von Karl May als den Geboten der Kirche. A.Z. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Neues Deutschland, 31. August 1976. In diesem Herbst zerbricht sein DDR-Humor. Bislang half gegen viele Übel Ironie. Nun hebt der Staat wie zu Ulbrichts Zeiten ideologische Schützengräben aus. Die Halbtoleranz von Honeckers Gründerjahren endet im November 1976 mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann. Wem ist der rabiate Sänger überhaupt bekannt? Seit 1965 steht er unter Auftritts- und Publikationsverbot. Überraschend darf er nun auf Einladung der IG Metall nach Köln. Am 13. November singt und predigt er 4,5 Stunden lang vor 8000 Bundesdeutschen für seine Verhältnisse gemäßigten Tons. Dennoch verkündet am 17. November das neue Deutschland Biermanns Ausbürgerung. Mit seinem feindlichen Auftreten gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik hat er sich selbst den Boden für die weitere Gewährung der Staatsbürgerschaft der DDR entzogen. Ist man denn Staatsbürger dank staatlicher Gunst? Die ARD entschließt sich zu einer Großtat der Fernsehgeschichte. Am späten Abend des 19. November sendet sie das komplette Konzert. Danach ist die DDR ein anderes Land. Schlagartig kennen Millionen Biermann und ihren Staat, der doch seit Honeckers Machtantritt 1971 liberaler wirken wollte. Eine Protestresolution namhafter Schriftsteller, initiiert von Stefan Hermlin, eilt durch die Republik und wird vielhundertfach unterzeichnet. Dagegen organisiert und druckt die SED-Macht Anti-Biermann-Stimmen. Man muss sich entscheiden, bin ich Staatsfrömmling oder freier Geist. Dieser Riss durch die Gesellschaft wird nie wieder heilen. Zudem verursacht die Affäre Biermann einen Westexodus verehrter Künstler. Der Mansfelder Kupferkumpel, die Chemiearbeiterin im Leuna-Kombinat, kann auf Biermann verzichten. Als jedoch der Volksgott Manne Krug ausreißt, ist das unverbrüchliche Miteinander von Partei und Staatsführung und werktätigen Massen unleugbar im Eimer. Das Regime hat auf Biermann gezielt und sich selbst getroffen. Er schaut und lauscht Biermanns Epochenkonzert bei einer alten evangelikalen Dame, die oben im elterlichen Pfarrhaus wohnt und in dieser Sternstunde der Menschheit wohl wenig Erleuchtung empfängt. Er ist überwältigt. Zwei Lieder verschmilzt die Erinnerung. Das Land ist still, noch, und die alte Stadt Lassan, die seit Menschengedenken von der Seefahrt träumt. Am Peenestrom, da liegt ein Wrack aus Holz und Stein, seit 5×100 gleichen Jahren, die alte Stadt Lassan. Die Fischköpfe faulen im Sommerglast, der Kirchturm ist ein stolzer Mast, die Bäume machen den Wind, doch nie kommt die Stadt vom Festland los auf große Fahrt, das kommt wohl bloß, weil keine Segel da sind. Dann aber reißt die Stadt sich frei, wirft sich ins Sturmgebraus, klabautert durch die Lüfte, hinaus aufs Meer, juchre! Doch wann? Im nächsten Jahr werden Kommilitonen verhaftet, weil sie den Wehrdienst verweigern, ein Buch von Solzhenitsyn verleihen, öffentlich Freiheit für Rudolf Barrow fordern. Er trampt im Sommer Wiener nach Süden, allein. Rumänien veränderte Route. Keine Fotos, nur ein paar Ansichtskarten. Die große Reise ist geschrumpft. Zurückgekehrt erwartet ihn ein Päckchen mit Brief aus Pößneck in Thüringen. Ein kleiner Junge namens Christoph hat am Strand von Nessebar einen Fotoapparat mit Adressschild gefunden. Vorigen Sommer schon, nun endlich hat die Mutter den Gang zur Post geschafft. Der Film zeigt, entwickelt ein einziges Bild, ein weinberebtes Haus, dahinter das Meer, auf der Kante des Steilhangs sie, der unentbehrliche Mensch. Gleich ist zu fürchten, stürzt sie hinab, fort aus seiner Welt. So kommt es, auch sie reist aus und verschwindet im Westen.
1978 fährt er wieder nach Süden mit Thomas, Michael und Waldi. Rumänien, abermals veränderte Route. Die Reise ist Routine. Heimfahrt mit dem Budapester Nachtzug, der am Morgen des 27. August Dresden erreicht. Es ist Sonntag, also zeitungsfrei, doch auf dem Bahnsteig wird ein Extrablatt des Neuen Deutschland aufgerufen. Dem Bürger Sigmund Jähn aus dem vogtländischen Morgenröter Rautenkranz ist eine Fernreise bewilligt worden. Der erste Deutsche im All, ein Bürger der DDR. 1979 und 1980 bleibt er daheim, wie die alte Stadt Lassahn. Ein neuer Mensch erscheint. Das Blond ist falsch, die Liebe echt. Sie heiraten. Er erwirbt eine Schwiegermutter auf der Insel Usedom, unweit von Lassahn. Künftig ist der Urlaubsort gebucht in 9 gleichen Jahren. Weite Reisen, die nach innen führen. Unendliche Lektüren. Der ganze William Faulkner, der ganze Leon Feuchtwanger, der ganze Stefan und der ganze Arnold Zweig. Faulkners Jognapataupa-Zyklus, glühende Kosmologie der US-Südstaaten, auf einer Briefmarke Erde, unerlösbar verhaftet in Geschichte. Was is not was. Die Vergangenheit ist nicht vergangen, vergeht nie. Der große Krieg der weißen Männer, Arnold Zweigs 7-bändige Geschichte der Erkenntnis des jüdischen Armierungssoldaten Werner Bertin und seiner Erziehung vor Verdun. Bertins Braut heißt Lenore Wahl. Der Heringsdorfer Buchverschlinger liebt diese junge Frau von 1914, dank Jutta Hoffmann in der Verfilmung von Egon Günther. Na, Jutta Hoffmann wird auch besucht in diesem Buch. Im Intermezzo verklungene Tage pausiert der Krieg, doch aus dem Buch schießt eine Schicksalsfrage. Blieb Lesen nicht berauschender als Leben? Welch Satz im Leseland DDR. Gleichform der Tage, Ebenmaß der Gefühle, am Strand Ferienvolk von Bansin bis Ahlbeck, auf der Seebrücke abends Tanz, Amuren in den Farben unserer Republik, doch keine Lenore Wahl. Im Heringsdorfer Kunstpavillon Ausstellungen der Inselimpressionisten, deren Greiser Doyen heißt Otto Niemeyer Holstein und bewohnt Lüttenort, ein idyllisches Refugium an der schmalsten Stelle der Insel. Sie lässt sich bewandern und beradeln als Kontinent weltweiser Selbstbescheidung. Kiefern und Sand, Stockrosen vor redgedeckten Häusern, dahinter das ewige Meer. Westfernsehen gibt es nicht, bis auf wenige Tage mit extravaganter Witterung. Einmal flackert aus Schweden ein verschneites Joe Cocker-Konzert über die Ostsee, allerdings ohne Ton. 1989 ist auch diese Liebe verloren. Er reist wieder nach Bulgarien, allein. Zelten mag er nicht mehr. Er wohnt privat in einem Dorf am Schwarzen Meer. Das Haus ist neu und unverputzt, weshalb es offiziell noch gar nicht existiert. Er sitzt unter dem Feigenbaum mit seiner neuen Liebe, Virginia Woolf. Er liest die Fahrt zum Leuchtturm und genießt, wie die Gedankenströme personale Grenzen überfließen, unterwegs zum Meer. Wie das Bewusstsein mäandert, wie die Handlung jede Story unterlässt. Die Menschen leben zeitlich, doch nicht linear. Den Leuchtturm gibt es unbestritten, bloß nicht hier. 3 junge Leute, herzliche Berliner, kommen ins Quartier. H und S waren mal ein Paar. T ist ihr Trabant, ein Grübler, wesenhaft solo. Abends sitzen sie vor dem Haus, palavern und trinken keinen Wein, denn T verachtet Alkohol. Das Trio erinnert ihn an seine große Fahrt vor 13 Jahren und an Goethe. Jugend ist Trunkenheit ohne Wein. Sie laden ihn ein zum Schopska-Salat. Er erzählt Geschichten, er möchte die blonde S zum Lachen bringen. Das gelingt sehr gut. Ihr Gelächter gluckst und kullert in die Nacht. Andern Tags gehen sie ans herbstliche Meer. Er will nicht baden, sondern schwimmen in Virginia Woolf's Stream of Consciousness. Also soll er ihre Sachen hüten.
und sehen, wie schön es dem Meer entsteigt, zu ihm laufend ins weiße Handtuch hinein. Sie will ihn bespritzen. Er sagt, wehe, mein Buch. Am dritten Tag reist das Trio weiter. Sie lacht ihn an und spricht, ich glaub, das war's noch nicht. Vorerst ist er wieder allein. Er fährt mit dem Bus so weit wie möglich nach Süden. Von der Endhaltestelle läuft er in Richtung türkische Grenze. Die schmale Straße führt durch Wald. Ganz still wird es, keinerlei Verkehr. Dann hat Scott seinen Südpol erreicht. Ein Schild gebietet Halt, andernfalls werde geschossen. Nun, das ist auch in der DDR zu haben. Er kehrt um. Sein Rückflug geht ab Burgas. Es ist der 30. September, ein Samstag. Auf dem Meer schaukeln bunte Boote, aus denen Menschen winken und rufen, andere spazieren am Ufer und winken hinaus. Ein Gitarrist spielt Brothers in Arms. Unversehens zieht Altweibernebel auf und verschluckt die Boote, die Menschen, die Stimmen vom Meer. Er fliegt heim nach Berlin, wo nun das Endspiel der DDR beginnt. Danke, Christoph. Das war ein sehr schöner Ausklang. Wir haben leider nicht die Zeit, es das gibt so spannende Kapitel noch. Auch das letzte hat mir sehr gefallen, wo du nochmal auf die Cholera-Epidemie zu sprechen kommst. Ja, eigentlich sollte das Buch enden. Ja. Es wird ja auch in die Welt, wie der Untertitel sagt, hinausgereist, in die post-sowjetische Transformationswelt, ne? Nach Albanien, Georgien, nach Russland und zum Schluss nach Japan und an die koreanische Todesgrenze am 38. Breitengrad. Und eigentlich sollte das Buch dort enden mit dem Vergleich der deutschen Teilung und der koreanischen Teilung. Und um es mal etwas despektierlich zu sagen, die Berliner Mauer war kein Kindergeburtstag, aber die Absurdität dort übertrifft alles, was die Deutschen betroffen hat. Und dann sagte, als Corona begonnen hatte, willst du nicht noch was dran setzen? Und da habe ich noch eine Geschichte geschrieben über die Cholera 1892. In Hamburg, an der damaligen Epidemie, kann man vieles vom heutigen auch wiederfinden, nämlich zum Anfang das Leugnen, dann das Zurückdrängen aus wirtschaftlichen Gründen, die Staatsmacht muss eingreifen. Letztlich begreifen die Menschen, dass sie was zusammen unternehmen müssen, sonst kriegen sie alle die Pest oder die Cholera an den Hals. Und damit klingt das Buch dann aus. Ja, also wir können es auch allen nur ans Herz legen, sich dieses Buch zu kaufen. Hier im ND-Shop ist es vorrätig. Wenn man hier in der Nähe wohnt oder auch an den ND-Shop eine E-Mail schickt oder anruft, hier ist es vorrätig und ansonsten gibt es sicherlich in den Natürlich. Buchhandlungen. Jede Buchhandlung bestellt das binnen eines Tages. Christoph, zum Abschluss, du hast 30 Jahre eine Arbeit vollbracht als Chronist, als Menschenversteher, Menschenerklärer. Wenn du ein Fazit ziehen müsstest jetzt über diese 30 Jahre, wie würde das aussehen? Ich bin sehr dankbar, dass von diesen 30 Jahren etwas geblieben ist, was mir gehört, aber hoffentlich nicht nur mir. Und ich bin vor allem dankbar dafür, dass ich meinen Platz in der Welt gefunden habe. Den habe ich in der DDR vergeblich gesucht. Nun hast du ja ein Alter erreicht, wo du warst, ja, wenn ich richtig mich erinnere, nicht fest angestellt bei der Zeit oder wie? Ich war bis 2004 war ich politischer Redakteur, aber ich war eigentlich nie so ein richtiger Redakteur. Ich war eigentlich immer Autor und dann wurde es mal so auf die
auf die Füße gestellt, auf denen es schon immer lief. Dann warst du fester Freier im Grunde. So ungefähr. Ja. Und du schreibst aber weiter für ja. die Zeit. Das ist meine Art zu leben. Ja. Ja. Dann wünsche ich dir Gesundheit vor allen Dingen, weiterhin geistige Frische, was ja ungeheuer wichtig auch ist, Lebensfreude und immer wieder interessante Themen, interessante Begegnungen, interessante Menschen, auf die du triffst, und einfach weiterhin eine so feine Feder. Ja, vielen Dank, lieber Paul, und ich danke dir vor allem für deine Begleitung und Einfühlung. Dankeschön. Und ich möchte dir noch ein kleines Geschenk geben am Abschluss, nämlich ich hatte dir die Einladung schon in die Hand gedrückt. Am Dienstag ist die Buchpremiere im Kino Toni und ich möchte dir dieses Buch schenken, da du ja ein großer Filmfreund bist. Wunderbar. 15 DEFA-Filmschaffende von Kurt Metzig bis Jackie Schwarz, viele, die du kennst, Jutta Hoffmann, Egon Günther, die du verehrst. Also eine anregende Lektüre. Besten Dank, ich freue mich. Ich werde gleich anfangen zu schmökern. Ja. Liebes Publikum, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ein großes Dankeschön an das ND für diese Reihe jetzt im Rahmen der Frankfurter Buchmesse, und in einer halben Stunde geht es hier weiter, ist der nächste Gast da, aber alles wird dann eben bei YouTube zu sehen sein und auch auf der Homepage vom ND. Besten Dank nochmal an dich, alles Gute und auf Wiedersehen.